It's your boy Skinny P. Leute, das neue Major ist am Start! Antwerp 2022, wow, ist gestartet. Man kann sich also wieder den Pass holen, right there, wenn man möchte, auch mit extra Token oder eben direkt irgendwelche Sticker und später dann, glaube ich, auch die Autographs der Champions. Letztes Mal waren wir da schon voll mit dabei, dieses Mal will ich auch wieder mit am Start sein. Also, let's go! Yay! Der Pass sowie 3 Tokens sind geholt, man gönnt sich ja sonst nichts. Und schon aktiviere ich auch den Pass. Flupp! Wow! Das hat ganz schön gescheppert und jetzt, Leute, kommen natürlich direkt meine Picks an den Start. Deswegen habt ihr wahrscheinlich hauptsächlich eingeschaltet. Da ich mich hier nicht sonderlich gut auskenne, habe ich natürlich wieder die Tipps der Mates am Start. Ich stelle jetzt mal so ein, wie es Sneasel vorgeschlagen hat. Dann waren hier unten noch NG2, Vitality, dann war es noch Team Spirit und die Outsiders da rein, so. Und zu guter Letzt noch Liquid und hier Eternal Fire. So stehen aktuell meine Picks. Das sind, wie gesagt, die Picks, die Sneasel auch so drin hat. Sneasel verfolgt die ganze Chose deutlich stärker, als eben ich es tue. Ich mache es eigentlich so gut wie gar nicht. Da bin ich sehr froh, dass ich mit der Snoozel am Start habe, der mir hier die Tipps geben kann. Das wäre es dann auch schon wieder gewesen. Wenn ihr selbst noch eure Picks einstellen wollt, habt ihr 3 Tage und 19 Stunden Zeit, dann ist es rum. Und wenn man eben richtig gelegen hat, kann man sich diese Münze hier aufbessern. Letztes Jahr ist es, glaube ich, Gold gewesen. Da ist er. Die Stockholmer Coin von 2021 in Gold. Hat leider nicht ganz gereicht für die Super-Duper-Coin, aber immerhin. Ich hoffe, dass es dieses Jahr komplett perfekt für uns durchläuft. Doch bevor wir jetzt zum Ende hin reinkacken, hauen wir noch schnell den Gewinner des letzten YouTube-Giveaways raus. Da ging es um diese Schrotflinte. Ich hau hier eben die Duplicate-Uses weg und wir getten mal die Comments. Und let's go! Na? Achso, ich muss ein bisschen aus dem Weg. Oh mein Gott, Stephen K! Ha, ich feiere das immer, wenn solche Hessons gebannt werden. Weiter geht's. Sehr, sehr schön. In dem Video ging es darum, dass ja, ein Cheater mit Knife gebannt wurde. Steffen, einfach hier unter dem Video melden. Hey, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und danach frage ich dich nach deinem Trade-Link. Und dann schickst du mir den Trade-Link auch einfach als Kommentar. Und dann haue ich dir das Ding raus. Vielen Dank fürs Mitmachen und vor allem auch vielen Dank für die tollen Kommentare. Hat mich sehr gefreut. Und übrigens, der Gewinner von letztem Mal hat sich nicht gemeldet. Da ging es um die StatTrak USPS Black Lotus. Die ist noch da, die haue ich dann einfach heute wieder raus. Lass kurz gucken, ob die 10 Tage rum sind. Ja, locker, natürlich. Das war am 19.04. Benjamin Hösch oder sowas war das, ne? Also deine Zeit ist leider rum, sogar schon um Tage. Steven, auch an dich, du hast 10 Tage Zeit, dich zu melden. Also einfach unter dem Video hier, wie ich es eben gesagt habe, hey, ich habe was gewonnen, cool. Und dann sage ich, hey, nice, Glückwunsch. Schick mir bitte deinen Trade-Link und dann, bam, passt das. Es geht jetzt also wieder um diese StatTrak USPS Black Lotus im nächsten Giveaway. Einfach hier unter dem Video kommentieren, also einen ganz normalen Kommentar schreiben. Dann ist man automatisch mit bei diesem Giveaway mit dabei. Außer man schreibt dazu, ich will nicht. Dann ist es da, also dann ist man halt nicht dabei. Also wenn ihr die nicht wollt, schreibt es bitte in den Kommentar dazu. Nicht, dass ihr gewinnt und dann sagt ihr, ich will die gar nicht. Gut, dann sehen wir uns heute Abend im Livestream. Ab 18 Uhr geht's wieder los auf Twitch. Link ist in der Beschreibung. Und falls ihr heute Abend nicht live Zeit habt, sehen wir uns im nächsten Video. Haut da rein. Vielen Dank für die Kommentare, fürs Zuschauen, für die Likes und so weiter und so fort. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.